Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachtstage und habt die im Kreise eurer Liebsten verbracht. Wir haben das natürlich auch gemacht. Und heute waren wir ein bisschen bummeln mit ein bisschen shoppen. Ein bisschen was habe ich gefunden. Zwar nicht viel, aber ich wollte es euch trotzdem einfach mal zeigen, weil vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja auch von euch. Das wird jetzt auch das letzte Video für dieses Jahr sein. Wir haben ja jetzt schon bald 2019. Genau, ich war als erstes im Sustrene Grene, da habe ich mir auch nur diese drei Teile geholt. Einmal hier diese Stempel-Fingerhüte, die kann man so auf den Finger stülpen und dann kann man damit den Stempel so verwischen. Kann man bestimmt auch mit normalen Farben auch benutzen. Wenn man das zum Beispiel ein bisschen feucht macht, bei Aquarell, glaube ich, geht das auch ganz gut. Kosten 1,78 Euro und ich glaube, so ungefähr habe ich damals auch auf der Messe bezahlt. Ich bin gespannt. Ich gehe ja im März zur Kreativa und da freue ich mich schon sehr drauf. Bin schon jetzt gespannt, was ich so mit nach Hause nehmen werde. Dann habe ich mir mal so einen kleinen Tupfpinsel, genau, so einen Tupfschwamm mitgenommen. Kostet 52 Cent. Gab es auch noch in klein, also noch kleiner. Das fand ich dann doch ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimmst du den mit, probierst es mal aus. Ich habe nämlich gemerkt, manchmal ist das ganz doof, wenn man nur Pinsel hat. Ich habe wirklich nur Pinsel. Deswegen habe ich mir jetzt einmal den hier mitgenommen. Und nochmal aus dem Sustrene Grene ist jetzt hier dieses Paket mit den beiden Fläschchen. Auch 1,78 Euro. Da wollte ich nämlich gerne meinen Kleber reinfüllen. Ich habe das schon mal gemacht. Und zwar hier, da ist nämlich der Tombow drinne. Der hat schon eine recht feine Spitze, aber mir ist das denn doch noch zu groß. Und jetzt wollte ich gerne nochmal andere Klebesorten hier reinfüllen. Ich habe ja noch verschiedene Bastelkleber und ich wollte mal gucken, ob die vielleicht doch besser kleben, wenn man sie besser dosiert, weil jetzt kommt natürlich mega viel raus. Es wälzt sich dann alles total, weil die ja auf Wasserbasis sind. Und das ist natürlich immer ein bisschen uncool, aber ich möchte sie eigentlich auch gerne verwenden. Deswegen dachte ich, probiere ich das mal aus mit diesen kleinen Tütchen. Habe ich euch den Preis genannt? Ich weiß es nicht mehr. 1,78 Euro. Also da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Dann war ich im Bastelladen. Da habe ich den mal ein bisschen gestöbert. Da habe ich mir einmal so einen A5-Block mitgenommen. Das sind 250 Grammatur, also Gramm pro Quadratmeter. Sind 40 Blatt drinne. Ist richtig schön dickes Papier. Da gab es auch verschiedene Farben. Ich glaube, da gab es noch ein Grau und ein Beige. Aber ich wollte gerne Weiß haben. So ein Block von Claire Fontaine kostet 4,99. Wenn ich den finde, dann setze ich euch den mal unten in die Infobox. Bei den anderen Sachen kann ich es auch gerne mal gucken, ob ich das daraus finde. Aber da, glaube ich, finde ich auch die richtige Marke. Mal gucken, ich probiere es einfach mal. Ich lege den einfach mal zur Seite. Dann war ich im Jokers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Laden, da kriegt man immer ganz viele Mängelexemplare von Büchern und so. Und da hatten die auch so eine tolle Box. Erstmal sieht die Box mega schön aus. Und in dieser Box sind auch noch total tolle Stifte. Das fand ich ja so cool. Die hat 19,99 gekostet. Finde ich eigentlich völlig okay für die Anzahl an Stiften. Das Schöne bei denen jetzt ist jetzt, dass die eine Pinselspitze haben. Also ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Die haben so eine Pinselspitze, was ich richtig cool finde. Und eben hier hinten ganz normal die breite Markerspitze. Wenn wir uns an die Twin-Marker erinnern, ich ziehe hier gerade mal einen raus. Die haben ja auch dieses dicke Ende. Das ist so richtig schön, ja, markerdick. Und dann haben die aber leider nur diese Stiftspitze. Und ich habe zwischendurch das Problem, dass diese Stiftspitze einfach zu breit ist für diese filigranen Bilder. Also wenn du so einen ganz kleinen Stempel hast, dann ist das einfach zu klein. Also wenn ich zum Beispiel hier diesen Stempel hat, ich hoffe, ihr könnt es sehen, dann hat man hier hinten diesen Schwanz und es blutet aus und es geht einfach nicht so richtig schön zu malen. Und deswegen dachte ich mir, nimmst du mal diese Pinselstifte mit. Farbwahl ist richtig cool. Also man hat ganz viele verschiedene Töne. Das Schöne ist, man hat eben auch schon zwei verschiedene Grautöne, zwei verschiedene Gelb, mehrere Grünabstufungen. Ich werde mir da auch wieder so eine Tabelle machen. Orange haben wir gleich zweimal, zwei Hautfarben. Und das finde ich natürlich genial, dass man gleich so zumindest zwei passende Stifte immer hat. Also 19,99
für diese ganze Anzahl Stifte. Ich konnte es aber nicht lassen und habe mir nochmal andere Stifte gekauft. Das sind meine letzten beiden Artikel. Ich zeige es euch nochmal. Da habe ich mir von DoCrafts die Artist Dual Tip Illustration Markers geholt. Die sind auf Alkoholbasis. Es sind immer 6 Stück. Es gibt, so wie ich gesehen habe, ich habe extra nochmal im Internet geguckt, auch die hier kann ich euch verlinken. Es gibt insgesamt nur 6 Sets von diesen Stiften. Es gibt von DoCraft ganz, ganz viele Artist-Stifte. Aber ich hatte die gestern schon in dem Bastelladen gesehen und war dann noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, nimmst du die jetzt? Und ja, ich habe sie mir jetzt einfach geholt, weil ich sie so cool fand. Auch hier haben wir dann diese richtig schöne Pinselspitze, die ich einfach total cool finde. Und das Problem ist eben auch bei den Twin-Markern, mir fehlen noch unzählige Farben, also Zwischennummern. Ja, ich kriege sie aber einfach nicht, weil die bei uns einfach irgendwie keine neuen kriegen. Oder ich weiß auch nicht, wo man die anderen herkriegen sollte. Und bei denen hier kann man jetzt eben noch sich andere Sets bestellen. Ich habe jetzt hier einmal das Natural Set. Da sind eben 3 Brauntöne und 2 Grüntöne bei. Ich weiß gar nicht, ob das so könnte, jetzt glaube ich besser sehen, das blendet das so. Hier genau, hier sind die Grüntöne und hier die Brauntöne. Und dann habe ich mir noch das andere Set mitgenommen. Die hatten auch noch eins, aber das war jetzt irgendwie nicht so wirklich mein Fall. Da habe ich noch einmal Floral. Da haben wir eben verschiedene rosa-lila Töne. So Magenta haben wir hier, Lilac und noch 3 andere. Fand ich ganz cool. Eben auch Pinselspitze auf Alkoholbasis. Bin ich gespannt, deswegen habe ich mir auch gleich dieses Papier mitgenommen, in der Hoffnung, dass sie nicht durchbluten und auch nicht so auslaufen. Das habe ich eben manchmal das Problem bei den Twin-Markern. Also ich finde sie echt gut, gerade für große Bilder kann man die Twin-Marker echt gut benutzen. Aber ich finde manchmal laufen die so aus, also das verschwimmt so. Und ja, ich bin gespannt, ob das hier mit diesen Stiften jetzt besser ist. Wenn ihr mit denen hier schon Erfahrung habt, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch die beiden mal. Genau, und wie ich schon gesagt, es gibt insgesamt, so wie ich sie gefunden habe, 6 Sets. Mal gucken, ob ich mir die andere noch holen werde. Aber das probiere ich einfach mal. Hier kann man auch noch sehen, auf Deutsch heißt das Set blumig und hier heißt es naturbelassen. Genau, und was ich aber mir definitiv noch holen werde, ist das Set mit den Grauabstufungen. Es gibt eins, da sind nur Grautöne drin, was ich richtig cool finde. Und ja, ich würde sagen, das war's eigentlich schon. Hier so meine kleine Ausbeute. Ich bin total zufrieden. Ich war in vielen Bastelläden bzw. in Schreibwarenläden. Wir haben da so ein paar, wo man so Schreibsachen eben kriegen kann. Aber ja, das war einfach so das, was mich total angesprochen hat, was ich so, so gerne haben wollte, wofür ich mich entschieden habe im Endeffekt. Und genau, bei den Stiften bin ich gespannt, wie sie sind. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne nochmal ein extra Video machen, wo wir die zum Beispiel vergleichen, dass wir die Artist und auch noch die Twin-Marker miteinander vergleichen. Die hier heißen jetzt nämlich Sketch-Marker. Genau, Sketch-Marker habe ich dann, die Artist-Marker von DoCrafts und die Twin-Marker. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich eben mal so ein kurzes Testvideo. Wir können ja einfach mal gucken, wie sind die Farben und halten die Stiftkappen, was die Farben sagen. Das ist ja manchmal das Problem, dass die Stiftkappen komplett anders aussehen als die Farbe eigentlich vom Stift. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, kriegen wir dann alles hin, ist gar kein Problem. Und ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Restjahr, wünsche euch einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. So, leider ist jetzt gerade meine Handyhalterung irgendwie abhanden gegangen, sie ist gerade kaputt gebrochen. Ich kriege gerade leicht die Krise. Aber ja, ich wünsche euch also ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein und dann sehen wir uns auch im neuen Jahr wieder. Und ja, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.